junkfoodtaster.com. Jetzt gibt es Lawrence Studentenfutter Special. Und es ist special, weil Joghurt Pops drin sind. Ja, da haben sie sich mal wieder was Fancy-mäßiges ausgedacht. Joghurt Pops. Was steht denn hier so? Schalenfrüchte. Knusperweizen in Joghurtcreme. Aus Spitzenanbaugebieten. Okay, die Zutatenquatsch steht hier. Französisch, Deutsch. Ja. Ich meine, wer es lesen will, soll einfach das Video stoppen. Ich finde das jetzt Eisen. Hier ist Eisen drin. Das ist das, was mir aufgefallen ist. Okay, wenn wir die Tüte mal aufmachen. Ja. Geh auf. Ja, okay, das ist jetzt zu heftig. Bevor ich hier den nächsten Opening-Film provoziere, suche ich mal nach der Schere. So. So, hier steht's, hier öffnen. Also geben wir dem mal eine Chance. An der Sollbruchstelle. Ja. Geht ganz gut. So, was sofort auffällt, sind diese Krüppeldinger hier. Das Zeug hier. Ja, das sind offenbar die Joghurt-Pops. So, die Mandeln nicht blanchiert. Okay, schneiden. Ich denke mal, ich zerschneide die Joghurt-Pops. Alles andere wäre ein bisschen akademisch. Ihr wisst sicherlich, wie Nüsse innen drin aussehen. Immer diese Zweideutigkeiten. Also Joghurt-Pops, ich weiß nicht, sind das jetzt... Erinnert mich total an dieses Frühstückszeug hier. Kann ich noch ein bisschen näher ran? Nee, nicht wirklich. Ja, weiß ich nicht, also keine Ahnung. Mal gucken, hier ist die mal separat. Mal gucken, wie die schmecken. Jetzt habe ich mir mal hier ein paar gekrallt von den Jungs. Mann. Das schmeckt schon noch mehr. Knusperweizen nennt sich das, genau. Explodierte Weizen ist das. So, ja, keine Ahnung, Mandel. Ja, Mann, ja. Ich finde die Qualität schon ansprechend. Ich esse mal jetzt irgendwie alles so ein bisschen durchgemischt. Alles zusammen in die Gusche. Und dann mal gucken, wie sich der Geschmack entwickelt. Ja, in meinem Blog dreht sich alles um Geschmack. Habe ich jetzt alles. So, mal gucken, wie es schmeckt. Ganz schönes Geschmackserlebnis. Diese Joghurt Pops machen sich auch wirklich gut. Ja. Ich muss sagen, die haben das Produkt jetzt wirklich schön fancy gemacht. Und dafür
gebe ich das Minden. Okay, Dankeschön.